Hi und willkommen zurück hier bei The Forest. Wir sind mitten in Kannibalenlager und haben ja hier dreisterweise unser eigenes reingebaut. Und wir wollen ja jetzt hier auch sofort weitermachen. Hier ist der böse Terrorquälbaum und die Zombie-Musik beginnt auch sofort. Wir haben auch schon unsere ersten Kollegas zermetzelt. Da ich aber das Spiel kurz unterbrechen musste, meine Verbindung ist gestorben, blablabla, sind die jetzt weg. Aber bevor ich jetzt hier starte, muss ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar der User Fireboy hat sich mit mir in Kontakt gesetzt und hat sich sogar die Mühe gemacht, ins Spiel, also The Forest, einzuloggen und hat mir auch Screenshots geschickt, auf denen hinlängliche Hinweise zu dem Aufenthaltsort der Feuerwehraxt, also die beste Axt in-game ist. Und das ist tatsächlich genau direkt neben dem Gebetsbaum, wo wir das, ich Folge 7 oder 6 oder 8 oder so uns daneben gesetzt haben. Und da werden wir jetzt einfach mal hinwandern. Ich dachte schon, hier wären jetzt auf einmal Kannibalen. Bevor wir loslegen, lassen wir uns nicht die Chance entgehen und überzeugen uns mit unseren eigenen Augen von der Existenz der Feuerwehraxt. Und ich laufe immer in diese Richtung. Ich glaube, das ist sogar gar nicht mal so richtig falsch, wo ich jetzt hier lang laufe, wenn wir zu unserem alten Gebetsbaum zurück wollen. Aber jetzt müssen wir aufpassen, dass ich hier nicht zu Tode stürze. Sieht aus, als könnte man hier zu Tode stürzen. Gefährlich. Gar nicht lang fackeln, sondern direkt los. Walken. Ich habe irgendwie ein ganz mulmiges Gefühl. War ich hier schon mal? Ich glaube nicht. Kommt mir so falsch vor hier. Naja, wir wollen ja nur mal kurz ein... Wurde ich gesehen? Habe ich gerade ein Drink-Link-Ploying gehört? Nein, das war nur meine verrückte Fantasie. Ach, und hier ist der... Zieh dir den rein, der hat eine Digitalkamera im Mund. Alter, krass. Sehr kreativ. Also hier würde ich bessere Noten verteilen, wenn wir hier wieder zu die avantgardistische Kunstbetrachtung mit Beneos. So, hier müssten wir noch jetzt sogar bald am besagten Strand sein. Also ich habe sogar drei Screenshots, einmal vom Wald, wo dann so eingekreuzt ist, da musst du hin und dann immer weiter dran. Also hat sich ziemlich viel Mühe gegeben und war auch tatsächlich sehr eindeutig, wo ich suchen muss und ich weiß auch genau, wo ich hin muss. Und ich glaube sogar, wir sind jetzt hier am richtigen Strand. Hier ist nämlich jetzt Gebetsbaum Nummer 2, wo ich in der vorletzten Session auch meine philosophischen Auseinandersetzungen mit dem Gedankengut der Kannibalen hatte und die Möglichkeit, mit eben diesen Frieden zu schließen, um in Harmonie miteinander zu verkehren. Sagen wir Leben. Verkehren ist... ja, mal wieder 1 Euro in die Bad-Witze-Kasse, ja. So, was haben wir denn hier? Ich habe ja, ich könnte mir auch, wenn ich schon mal hier bin, auch gleich ein paar Fischis packen. Ja, Bötchen ist immer noch nicht da. Weiterhin AFK. Hier ist wieder die fliegende Medizin. Es hat sich gar nicht so viel verändert. So, und jetzt da hinten müsste in... die fliegenden Koffer. Schauen wir mal, Fireboy. Mal gucken, ob du recht hast oder ob du einfach nur an der Laune des Schicksals anheimgefallen bist. So, und zwar hier ist eine Leiche. Dahinter sollte eine Leiche sein. Da ist eine Leiche. So, und hier in der Wand sollte die Axt sein. Ne. Ich hatte sie für eine Millisekunde. Vielen Dank, Mann. Du hast sowas von recht. Ich habe die beste Axt im Spiel. Das ist die Feuerwehraxt. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Hast du richtig gut gemacht. Vielen lieben Dank für den Tipp. Und der beste Tipp des Tages. Richtig geil. Oh Mann. Nein, nicht wegschmeißen. Die werde ich auch nicht mehr so schnell los. Und wehe denn, das Spiel safe die Kacke nicht. Ich brauche ja auch gar keine Koffer knacken, weil die eh nicht, ne? Weißt ja, da bleibt nichts drinne, da im Inventar, da wird ja alles geklaut. Mal gucken, vielleicht kann ich hier noch ein paar Einzelteile mitnehmen. Na, Köpfe sind immer wichtig. Na komm schon. Na komm schon. Na komm schon. Jetzt fliege ich wieder in den Weltraum, ne? Alter, unzerstörbar? Ich glaube schon. Na, egal. Ach, Mann.
So, jetzt haben wir diesmal im Lager hier unser Häuschen auch markiert und wir sind eigentlich sogar einen ziemlich direkten Weg gegangen. Also wir haben gar nicht so viel Zeit verloren. Um genau zu sein, bin ich 4 Minuten 55 Sekunden unterwegs. Zumindest laut meiner Stoppuhr. Auf deiner YouTube-Uhr müsste es ein bisschen später sein. Hier ist ein Lager. Wir umlaufen es links und ziehen uns zurück in die Hauptstadt der Kannibalen. Denn da ist es am sichersten. Natürlich. Hier über Leichen. Was ist los? Habt ihr euch gegenseitig getötet? Ja, hier Kopf mitgenommen. Wieso schmeiße ich immer die... Das ist so geil. Jetzt habe ich die Feuerwehraxt, Alter. Das ist der blanke Wahnsinn. So, dich nehme ich auch noch mit. Wie ich auch immer. Scheiß die Wand an. Ich kann hier aber auch nichts mitnehmen, ne? Also ich glaube, ich kann schon sehr viele Sachen mitnehmen. Ich kann auch Steine mitnehmen, aber ich sehe sie im Inventar nicht. Wahrscheinlich habe ich auch die Snacks noch im Inventar. Sie sind nur unsichtbar und ich kann sie nicht benutzen. Was aufs selbe hinauskommt, wie wenn sie weg wären. Ja, ist so. Oh, die sieht echt geil aus. Guck mal, die ist aus einem Guss. Die hält viel aus, die macht viel Damage. Oh, ich wurde gesehen, oder? Oh, ich wurde sowas von gesehen. Und ich habe gar nicht... Doch, ich habe ein bisschen Ausdauer. Okay, ich höre dich hinter mir. Alter, was ist das? Was ist das für eine verrückte Haarfarbe? Okay, okay, okay. Mein Haus ist rechts von mir. Und ich renne. Dun, 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 dun. So, muss man mit rechnen, wenn man hier in der Hauptstadt der Kannibalen ist. Oh, da sind noch mehr. Oh, fuck. Oh, fuck. Okay, okay. Okay, ja, macht mir keine Angst. Ach du Scheiße. Okay, 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 okay. Renn wie der Teufel, junger Mann. Beeil dich. Habe ich sie hier abgeschüttelt? Nein, einer kommt mir hinterher. Alter. Oh Gott, ich bin viel zu hoch, kann das sein? Scheiße, wo zum Teufel? Das ist das falsche Lager. Oh, Kacke. Ich bin einem Trugschluss anheimgefallen. Okay. Oh nein, und hier ist das Flugzeug. Na gut, da finde ich bestimmt was zu essen, oder? Jawohl. Na geil, Glück im Unglück. Immerhin. So, gut. Haben wir erstmal wieder eigentlich Energie und nagen nicht am Hungertuch. Wir müssen ja auch irgendwo das Cockpit finden. Das gibt's ja auch noch irgendwo, ne? Alter, wo zum Teufel bin ich wieder hingeirrt? Ich bin so effektiv und gut hingelaufen und so crappy wieder zurück. Na geil. Naja, wenigstens haben wir hier ein bisschen Zeug gefunden. Besprinte ich wieder zurück. Und wie wir sehen, es gibt Kannibalen auf dieser Insel. Es gibt, oh, da gibt es auch immer noch ganz viele Kannibalen. Moin, Jungs. Lasst euch von mir nicht stören. Ich geh nur... Na, ciao. Ja, sie haben das so akzeptiert. Finde ich gut. Diplomatische Kannibalen sind mir am liebsten. Als nächstes baue ich eine Botschaft. Obwohl, ich baue ja schon eine Botschaft. Eine doppelte Botschaft. Eine Botschaft in der Botschaft. Ich habe eine Botschaft in Form eines Gebäudes in einem fremden Land, den Land der Eingeborenen, und damit übermittle ich eine Botschaft zu den Kannibalen, dass sie sich mal ficken können. Oh Gott, was ich für Dünnschiss laber. Oh Gott. Ja. Okay. Lassen wir das einfach mal so in dem Raum stehen, ne? Und dann nehmen wir einen kleinen Schlüssel und schließen diesen Raum ab und dann schmeißen wir den Schlüssel einfach weg. Brauche ich auch nicht mehr so viel Crap labern. Wir sind nämlich da, wo wir wieder hinwollen. Sind die Bäume wieder gespawnt? Nee, die sind immer noch gefällt. Schade. Wir machen gleich weiter. Vielleicht komme ich ja mit der Axt auch besser zur Rande. Ich weiß ja nicht. Kann ich mit der jetzt besser hacken? Es gibt tatsächlich die Feuerwehraxt. Das ist richtig geil. Die beste Axt im Spiel. Die sieht auch richtig gut aus. Und da freue ich mich schon, den ein oder anderen Kannibalen zu zerstückeln. Hervorragend. Ist das creepy, wenn man so Gedanken hat? Was würde wohl ein Psychologe dazu sagen? Hallo, Herr Beneos. Oh Gott. Da hinten steht einer im Zelt. Das Lager ist voll. Nicht mehr so verlassen. Aber das wussten wir ja vorher. Das soll uns nicht weiter jucken. Oh, wir haben hier Pflanzen. Die können wir, glaube ich, anbauen. Anbauen, anbauen. Krass, ey. Wir bauen mitten im Lager der Kannibalen. Und hier sind überall welche. Ich höre sie schreien.
sogar relativ nah. Da hinten im Zelt stand ja einer. Ja, macht gar nichts. Oh, da. Egal. War uns ja klar, auf was wir uns hier eingelassen haben, oder? Na klar. Damit müssen wir leben. Oh, shit. Ja, da steht und auf uns wartet, die kleine Mistmadel. Oh. Oh, oh. Das sind mehr als ein paar. Hey, yo, was geht denn? Tschüss, macht's gut. Ciao, ciao. Oh. So, kommt her, kommt. Ich geh mal nach hier hinten. Ich guck euch sogar an. Nicht an. Oh, alles voll hier, überall Kannibalen, Alter. So muss das. Wir müssen nach rechts. Oh, 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 jetzt wird es langsam voll hier in der Hut. Na komm schon. Komm schon. Ins Feuer. Einfach mal so ganz cool ins Feuer gelaufen. Okay. Oh, da kommt noch einer. Er ist einfach wie ein Terminator ins Feuer gegangen. Nun gut, dann ist das halt so. Oh. Alter, geil. Oh, geil, geil. Jetzt sind alle in Flammen. So muss das. So. Ihr sterbt ja nicht, sondern ihr bleibt dann so stehen. Ich muss euch dann zerplatzen. Oh, da flüchtet einer. Na komm schon. Na komm schon. So. Na komm schon. Na komm schon. Na komm schon. Ich habe Angst, dass ich wegfliege, deswegen die Vorsicht. Boah, dann machen wir doch gleich Nägel mit Köpfen, oder wie es so schön heißt. Ne, sind ja eh genug. Ja, gleich nochmal so ein Willkommens-Effigy. Boah. Da ist er wieder zurückgerannt, hä? Kleiner Depp. Na, Depp. Was war denn das? Du bist über den Arm gestolpert von deinem Kumpel. Alter, bist du durch mich durchgesprungen? Na, bitte. Na dann. Was willst du machen? Mit dem ganzen Schiss. Das hier reingestoppt. So, ich brauche Köpfe. Natürlich brauche ich Köpfe. So. Was haben wir denn? Arm-Effigy, auch geil. So. Bauen wir doch hier erstmal ein paar Arm-Effigys hin, ne? Ärmel haben wir ja mehr als genug. So. Doch einfach mal eins hier hin. Ah, wir haben Arme mehr als genug. Ich glaube, wir haben unendlich viele Arme dabei, kann das sein? Ist ja creepy. Sieh dir das rein. Guck mal, ich habe unendlich viele Arme dabei. Oder habe ich wirklich so viele Leute getötet? Ich glaube ja nicht. Nope. Dann haben wir doch hier moderne Fackeln gefunden. Alter, krass. Sieh dir das rein. So viele Arme, geil. Das wird ein Mausoleum des Todes, des Hasses und der Ablehnung. Krass. Wie geil ist das denn? Die werden hier einen Schock kriegen, die werden schreiend zusammenbrechen, wenn die hier in mein Lager reinkommen. Lasst jede Hoffnung fahren. So, ich brauche jetzt eigentlich nur noch die Sticks. Guck, die Steine habe ich auch unendlich. Ja, manchmal sind die Bugs ja schon lustig. Zieh noch eins hin. Für das Ambiente. Scheiße, wie krass. Ja, edel. Da haben wir doch gute Company hier, ne? Ich brauche noch unbedingt jetzt hier ein paar Stöcke. Stickies. Ein bisschen Rüstung kann ich mich auch wieder anziehen. So. Dann kann ich die hier auch schnell einbauen, klar. Ja, ja, da will die Musik gleich wieder loslegen. Oh, ich bin so gruselig, ich bin so gruselig. I don't care, I don't give a fuck. Die Musik kann mir gar nichts.
Interessiert niemanden, will keiner hören. So, gleich mitgenommen, Pflänzchen. Dann können wir auch gleich hier so ein Beet bauen. Die kann ich nämlich da reinstopfen und dann sprießt dann irgendwas oder so. Kann ich mir meine eigene Medizin anbauen. Wie geil ist das denn? Anbauen. Aber du weißt, was gemeint ist, nicht wahr? So, gib mir Sticks. Ich brauche ganz viele Sticks, ey. Sticks, staying alive, staying alive. Es gibt keine Sticks, oder? Nee, nur Leaves, Blätter. Sticks. Boah, hier, Sticks. Hast du noch eine Rüstung? Geronimo. Sticks. Na, Rocks. Hab ich da was gesehen? Nope, nur Fantasie. So. Irgendwas, komm schon, Sticks. Sticks. Irgendwo müssen die Sticks sein. Warum gibt es hier so ein Plink-Ploing für Sticks? Du suchst irgendwas, Plink-Ploing. Wirst du von einem Stick gesehen und du weißt, du bist da in der Nähe. So, und ich habe die Feuerwehr-Axt. Ein paar Sticks habe ich ja. Krass, ey, wie viele arme Effigies wir jetzt hier hingebaut haben. Geil, so geil. Ich will natürlich nicht sagen, dass es auf meinem Mist gewachsen sind. Wir sollen natürlich ehrlich sein. Der User Anma hat mir geschrieben, dass die Arm-Effigies verbuggt sind und dass man unendlich viele bauen kann. Also, hoho. Vielen lieben Dank dafür. Das hat's gebracht. Da werden die Eingeborenen erstmal sehen, mit wem sie sich einlassen. Da müssen sie erstmal ziemlich viele High-Fives mit ihren toten Kollegen machen, bevor sie zu mir kommen. So, Sticks. Ich brauche Sticks. Ganz viele Sticks. Sticks. Sticks und Logs kann ich alles mitnehmen. Da sehe ich doch eine Patrol. Macht nix. Schließlich sind wir im Feindeslager. Da muss man mit sowas rechnen. Wir sind ganz schön produktiv, ey. Die Musik ja immer über dieser Kochkessel, wenn es so nah kommt. Erinnert mich so ein bisschen an das. Der Anfang von der Musik erinnert mich so ein bisschen an das Intro von Nine Inch Nails mit, hier, wie heißt es? I heard myself today to see if I. Das heißt doch, heißt es nicht hört, direkt einfach nur hört? Klingt so ein bisschen ähnlich wie am Anfang, ne? Das ist nämlich auch dieses komische Rauschen von dem Tonband oder was auch immer das darstellen soll. Daumen hoch, wenn du auch die Nine Inch Nails cool findest oder Johnny Cash. Oder so. Warte mal, ich kann jetzt hier erstmal die Effigies bauen. Ich quassel wieder zu viel und arbeite zu wenig. Braucht man einen eigenen kleinen Sklaventreiber. So, alter, geil. Hab ich noch ein paar Sticks dabei? Nee, natürlich nicht. Das wird wieder dunkel. Blocken. Lass mal schön den Damage blocken hier. Ein paar Sticks noch. Operation Stick Recover. Searching for Sticks. Bing! No Sticks approaching. Wo sind die Sticks? So. Sticks. Ja, sehr geil. Ich drücke hier wie ein Hämmer an. So, und jetzt zurück zum Lager. Ich mach mal die Axt. Da läuft's. Oh, nee, das ist wieder. So gehen die Kannibalen. Die Kannibalen gehen so. So gehen die Kannibalen. Die Kannibalen gehen so. So geht Bineos. Bineos, der geht so. Ja, über die Kannibalen kann man sich lustig machen, oder? Ich glaube schon. Das ist jetzt keine Randgruppe, die uns irgendwie nahesteht, oder? Ethnische Randgruppe der Kannibalen in Deutschland? Ich weiß nicht. Ich glaube, es gibt nur in Rotenburg eine kleine Community, aber... Boah, ich hab mal gesehen. Es hat geblinkt. Ich brauche Köpfe. Oh, ich habe das falsche Effigy dahingestellt. Das Ding an. Wo? Ja, das ist das große. Licht. Ah, das ist nur ein Köpfchen. Lass den Kopf nicht so hängen. So, ist nicht hier noch irgendwo ein Köpfchen? Hm. Nix liegt hier. So, ein bisschen Feuer gemacht. Ein Ärmchen habe ich auch aufgenommen. Passt das noch irgendwo rein? Nee, hier habe ich hier alles. Brauche ich noch Köpfchen. Könnte ruhig noch ein paar vorbeikommen.
Ich heiße euch alle willkommen in eurem Kabinett des Todes und der Verzweiflung. Legen wir doch mal was drauf, ne? Genau. Zwei Köpfe. So. Sind noch schön dran geballert. Habe ich das noch? Nahrung, Beeilung, Nahrung, schnell. Ich habe Hunger, verdammt. Ja, so langsam kann sich das hier sehen lassen, ne? Das sieht doch aus, als hätten wir einen Plan, was wir aus dieser Location machen wollen. Und dieser Plan entwickelt sich. Session für Session wachsen wir wie ein Pilz, wie ein Tumor im Zentrum des Feindes. War das jetzt ein bisschen zu melodramatisch? Ich glaube nicht. So, weiter geht's. Musik, gruselig. Ich bin zu gruselig. Und wieder Operation Stick Recover. Continues. So ein bisschen abseits hier nach Stickies gucken. Pilze. Hätte ich auch gleich sagen können, dass die Gifte sind. Klar. So, Stick, 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 da. War das ein Kannibal? Ich dachte, da kommt, hat sich wieder jemand angeschlichen von den Deppen. Sticky, Sticky, Stick, Stick, Sticky, Dick, Dick. So, Stick. Stick. My Stick, your Stick. Sticks everywhere. Oder auch nicht. Oh, da läuft eine Rüstung. Geronimo. Wow, so gut habe ich noch nie einen erlegt, glaube ich. Gleich beim ersten Hand. So. Ich glaube, ich kann noch ein paar nehmen, oder? Wollen wir ja nicht knauserig sein. So, dieses droppen doch auch ganz viele Sticks. Also, jetzt schmeiße ich alles weg. Wie ein Jongleur schmeiße ich Sticks und Äxte um mich, wenn ich irgendwas aufnehmen will. Ja, wir fühlen uns schon wie zu Hause hier, ne? Muss man ja mal so sagen. So Respekt und so ist völlig fehl am Platz. Und wenn wir Langeweile haben, haben wir auch genug Tennisbälle, um uns einen richtigen Tennisplatz zu bauen. So. Der ist fertig. Der ist fertig. Der hat nicht mehr genug. Ah, da brauche ich auch noch welche. So, dann packen wir das hier auch noch da rein. Oh, Fensterchen ist auch fertig. So langsam, hä? Sag ich doch. Nimmt das hier ganze Form an. Na gut, hacken wir erstmal hier weiter, damit ein bisschen was von der hellen Fläche verschwindet, bevor wir uns weiter ausdehnen. Sollen die Kannibalen ruhig kommen, ne? Wie immer werden wir sie fertig machen und irgendwo verwursten. Wie das sein muss. Der nächste Baum hackt mir hier frei. Da kriegt die Axt nicht mein Jucken in der Hose, so gut ist die. Ja. Ich habe den Spruch schon öfter gebracht mit der Jucken in der Hose. Was meint ihr, aus welchem Film das ein Zitat ist? Ich wäre überrascht, wenn jemand von euch das wüsste. Aber hey, ich lasse mich immer zum Positiven überraschen. Also. Da kriege ich nicht mein Jucken in der Hose. Aus welchem Film ist das? Und wie du googelst. Aber ich glaube, selbst wenn du googelst, findest du es nicht raus, oder? Schauen wir mal. Ich gebe keinen Tipp. Aber das ist ein bisschen älter, der Film schon. Aber nicht zu alt, dass man ihn nicht kennen könnte. Da klettert gerade ein Lizard den Baum hoch, weil er es kann. Na komm schon. Baumfell. Wenn ich schon die tolle Axt habe, dann musst du auch irgendwie toll was schneiden können, hacken können. Moin, Lizzie. Im Fallen gehäutet und eingepackt. Also quasi habe ich den Lizard gehäutet, bevor den Boden berührt hat. So, mal hier. Dann ist das schön anziehen. Also wieder ein bisschen auf der sicheren Seite. Vor der Safety-Ness. Dann hacken wir erstmal weiter hier. Sehr geil. Na komm schon, kleines Bäumlein, hack du mal ein bisschen schneller. Weil ich möchte jetzt hier die ganzen Mauern erstmal wieder fertig kriegen. Na komm schon, das ist doch, wie kann der noch stehen? Seriously. So, dann werden wir jetzt hier ein paar Loks versenken. Guck mal hier, wir kommen schon ganz schön gut voran. Entwickelt sich langsam, oder? Es entwickelt sich langsam. Und es wird sich auch weiterhin entwickeln, vor allen Dingen dann in der nächsten Episode.
So, vielen lieben Dank, Fireboy, für den unfassbar geilen Tipp. Wir haben jetzt die Feuerwehr-Axt und sind jetzt absolut gewappnet, unser Lager weiter auszubauen. Wir haben massig viele Effigies gebaut und haben auch genauso viele Eingeborene getötet. Das heißt, es ist nicht ganz so ungerechtfertigt, warum wir auf einmal so viele Effigies haben. Und ja, wenn es dir gefallen hat, dann unbedingt einen Daumen hoch. Das ist gut, weil vor allen Dingen jetzt auch immer ein paar Hater jetzt kommen und mir Daumen runter geben, ohne zu schreiben, warum. Sowas ist total ätzend. Und ja, dann freue ich mich auch besonders, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dann. Ciao, ciao.